So, dann herzlich willkommen zur ersten Wochenendsendung. Ich denke, ich werde morgen ein weiteres Video veröffentlichen, um noch nach weiteren DAX-Aktien Ausschau halten, die ein schönes Setup bieten. Doch zunächst einmal eben zum DAX. Und wer hier die Videos ja seit hier 25. April schaut, kennt den Chart. Nochmals zu erklären, das sind jetzt hier verschiedene Kaufzonen gewesen, die ich immer wieder hier in den Videos erwähnt habe. Die Wahrscheinlichkeit war hier groß, dass sich hier hält. Genau hier hat man im Stundenchart den ganzen Tag Ausschau gehalten nach einem prozyklischen Setup. Das gab es hier eben nicht. Und der erste Kauf wurde dann erst hier getätigt. Deswegen Analyse und Trading sind halt zwei Paar Stiefel dann, ja. Es war hier die Möglichkeit gegeben, dass es eben direkt hier dreht. Auch im Prinzip dann komplett antizyklisch, aber weil eben der DAX relativ schwach war, die Quartalsergebnisse eigentlich gut ausgefallen sind von den Unternehmen, aber trotzdem abverkauft worden ist, war also hier die Stimmung irgendwie schlecht. Ja. Der erste Kauf, wie gesagt, war in der Aufwärtstrendlinie und anschließend, ja, am Freitag habe ich ja nochmal meine Gedanken freien Lauf gelassen und eben einen Analysetext geschrieben, dass eigentlich jetzt hier, wenn man die Arbeitsmarktdaten und wenn man auch andere Analysten hört, dass eigentlich ja die komplett schlecht waren und ein paar Shorts aufgebaut haben, waren hier sicherlich schlechte Nachrichten da, aber eben dank Charttechnik, beziehungsweise ja, kann auch hier einfach jemand meinen, das ist einfach nur eine technische Gegenreaktion. Werden wir sehen, ob das jetzt hier wirklich eine Kaufzone ist oder nicht, aber das werden wir eben erst dann erfahren, wenn wir hier deutlich wieder sozusagen über dem Rainbow stehen. Das wäre jetzt hier bei rund 10.000 und 50 Punkten. Nichtsdestotrotz ist hier jetzt ein Kauf erfolgt. Ich habe, glaube ich, jetzt, das ist ja nur der Ursprungschart. Ich hatte ja einen Chart veröffentlicht, wo der Stopp auf Schlusskursbasis eben knapp unter dem Level war, eben aber nur auf Schlusskursbasis. Und wie man eben sieht, hat es jetzt hier schön gehalten. Und ja, man kann jetzt hier mal schon in den Stundenchart schauen, wo eben gerade der DAX steht. Wie gesagt, wenn man hier die Trendlinie auch noch nimmt, dann war das erstmal nur ein bärischer Pullback an die Trendlinie. Dann gab es wieder einen Abverkauf und nun stehen wir aber, gab es wieder einen bullischen Rebound vom EMA 10 bzw. Rainbow Unterkante und ja, ab dem Hoch, und da stehen wir eben nachbörslich schon darüber, kann es jetzt hier schon bis eben, ja, wenn man hier jetzt eben auch den Tageschart eben noch nimmt, bis rund 10.050 Punkte ansteigen und das Chartbild hat sich noch nicht dementsprechend richtig positiv geändert, ja, sondern eher erst ein Schlusskurs darüber könnte hier auch ein Aufbruchssignal für die anderen Händler sein. Klar sind, es ist ja nicht alles top gewesen, ja, sind jetzt hier mit eben Bayer war die erste Aktie, die aufgenommen worden ist, die ist mit Verlust ausgestoppt worden, knapp ist bei der RWE das passiert, aber es war eh nicht auf Schlusskursbasis, hätte jetzt echt im Idealfall hier halten sollen, ist halt leichter runter abgefallen, ist jetzt ja die Tageskerze mit einem neuen Tief, da lässt sich jetzt wirklich aufbauen, ist ja dann auch hier fast direkt an der Unterkante dann abgeprallt, denn wieder nimmt man wirklich das letzte Tief, aber ich denke hier wird es jetzt nicht direkt nach oben gehen, das war eben hier möglich, als nur der Kurs hier direkt oben stand. Und das wird sich jetzt hier vielleicht
so nochmal ausbilden, vielleicht nochmal einen kompletten Test und dann aber sollte es nach oben gehen. Also wie weit das hier runter geht, darf schon noch kurz hier runter tippen. Das sieht hier erst nach einer ersten Korrekturwelle aus. Die wird korrigiert, dann nochmal runter und dann nach oben. So könnte es aussehen. Allerdings kann es auch nur hier enden. Die Deutsche Telekom hat sich hier, was ich auch im Video immer erwähnt habe, also hier ist es ein sehr markantes Unterstützungsniveau. Im Idealfall hätte es hier halten sollen, tat es halt nicht. Und sieht aber trotzdem noch gut aus. Zwar jetzt nicht, ja, nicht meine erste Wahl mehr, aber sicherlich handelbar. Hier, das lief ja, sag ich mal, dadurch, dass der Stopp jetzt relativ eng war und man Kursgewinne hier, beziehungsweise das Kursziel eigentlich sofort dann erreicht worden ist. Auch die anderen, wo jemand gefragt hat, ja, ob man Gewinne realisieren kann, habe ich auch noch hier den Abwärtstrend angezeigt. Ist ja nichts Großes passiert. Das war jetzt hier wirklich nur ein Rebound, auch eben dank News. Noch ganz kurz eben zur Allianz. Jeder weiß das, oder jeder sollte wissen, dass hier Dividendenabschlag war, hier das Gap. Legt man das eben wieder die 6, 7 Euro weiter hoch. Dann hat es jetzt hier eigentlich nur, der kam hier nur ein Gap-Close zustande. Und natürlich diese Kerze, wenn die jetzt genau hier gewesen wäre, ja, in Gedanken kann man die jetzt hier schon hier hochsetzen, ist es ja ein, ja, eine perfekte Umkehrkerze, um den Stopp dann auf das Tief zu setzen. Siemens, da lag hier der Einstieg etwa bei, ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau, 90,50. Jedenfalls an der Kerze. Gute Quartalszahlen wurden erstmal halbwegs abverkauft, aber dann Freitag war dann hier das, ja, der Preistreiber noch im DAX, das Schwergewicht. So, das war jetzt kurz die Erklärung, wie man eben auch dann trotz Analyse und trotz, wie gesagt, hier war das für mich eigentlich schon, auch in den Videos erwähnt, die Hauptunterstützungszone. Aber hier fand definitiv, man kann ja auch noch mal schauen, ja, hier ist es immer wieder abgeprallt, hier gab es kein trendbestätigtes Kaufsignal und ja, deswegen habe ich hier keine Trades dann eröffnet, obwohl ich relativ sicher war, dass sich das hält. Und nur noch ein Blick eben auf den Nasdaq, den habe ich auch noch am Freitag besprochen, bevor die Eröffnung war. Jetzt hat er hier das Gap tatsächlich auch im normalen Handel geschlossen, das obere ja nicht, das war nur im Future-Bereich, war das exakt, wurde das Level erreicht und natürlich hier zuerst runter, dann der Pfeil nach oben war jetzt hier eben auch genauso prognostiziert. Und wie gesagt, ob der jetzt vielleicht hier hochgeht, eher war es im Gespräch an die, ja, 4.400er Marke. Wenn man jetzt hier das Tief nimmt, sind wir jetzt schon knapp 50 Punkte gestiegen, hat noch Platz. 60, 70 Punkte, also wäre es auch jetzt, wer jetzt rein einsteigt, circa 1 zu 1, also ein R-Trade oder sowas nur. Man kann natürlich auch hier wieder in den unteren Zeitebenen nach möglichen Rückläufen suchen und da die Stops halt dann enger legen. Also das Chartbild hier, es gibt keinen Grund, das jetzt hier zu ändern. Da werde ich mir auch, ich werde zwar die unteren Zeitebene nochmal natürlich begutachten, aber es gibt keinen Grund im Moment, außer, gut, ein Grund, klein, zwei kleine Gründe gibt es, weil ein paar Einzelaktien nicht mehr so gut aussehen oder halt die Schwergewichte nicht so gut aussehen, dann müssen halt die anderen her, vielleicht eine SAP sieht vielleicht gut aus, müssen halt andere Aktien herhalten, um dann den DAX nach oben zu treiben. Das war's, danke und ich wünsche noch allen schönen Sonntag. Ja, nochmal das Wetter genießen und natürlich an alle weiblichen Zuhörern einen schönen Muttertag.